Nina, Miguel, ich möchte euch sagen, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. War nicht beabsichtigt, ich weiß nicht, es tut mir leid. Ich bereue meine Sünden. Kotzt sie jetzt? Herzlich willkommen beim Pizza Roulette. Das Spiel ist relativ einfach erklärt. Okay, let's go. Wir haben heute eine Pizza vorbereitet und diese in 8 Stückchen geschnitten. Auf der Pizza sind ganz viele verschiedene ekelhafte Belege. Denn gleich werden die Kandidaten in 2er-Teams ein paar Wissensfragen gefragt. Y. Wer die Antwort richtig hat, zwingt seinen Gegner zum Essen. Wer die Antwort falsch hat, gibt dem Gegner eine Chance, nochmal richtig zu antworten. Nicht im Team. Nein, ihr spielt gegeneinander. Zum Glück. Boah. Falls der Gegner aber auch falsch liegt, müssen beide essen. Ganz einfach erklärt, los geht's. Okay, wie geht's euch? Seid ihr aufgeregt? Super. Super aufgeregt, ja. Ich bin vollends bereit. Oh. Jetzt, bitte. Nein! Seid ihr aufgeregt? Ja. Ja! Ein bisschen. Dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Oh nee, das ist die schlimmste. Welcher berühmte Fernsehkoch begann im Alter von 8 Jahren in der Kneipe seiner Eltern mit dem Kochen? Tim Melzer. Nein. Gordon Ramsay? Nein. Ah, nein. Oh, shit! Frank Rosin? Nein. Oh. Deutsch oder international? International. Oh, das wusste ich nicht. Hast du das gesagt? Nein. Boah, ich dachte deutscher Koch. Also die anderen haben auch einen Tipp bekommen, aber... Ja, dann hätte ich gerne den Tipp. Nee, Moment, nee, nee, nee. Er hat ja schon gedrückt, da kann ja nichts für. Also, du hast schon gedrückt. Auch schon Johnny Oliver? Ja, du bist die Erste, die das war. Ja! Dann würde ich sagen, es bleibt eigentlich nur noch Jamie Oliver. Ja! Nein! Oh! Also Gordon Ramsay hat, glaube ich, keinen Vater oder so. Und die Leute sind so drogenabhängig. Deswegen, also der Bruder war drogenabhängig, glaube ich. Deswegen ist er so hardcore. Ich kenne nicht viele. Ich sag Gordon Ramsay. Nein. Tim Melzer. Nein. Das habe ich gesagt. Ashton Kutcher. Ich finde, der sieht aus, als wenn er als Kind in so einer Kneipe mitgetrunken gespielt hätte. Nina, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wir beide können schön einen reinfressen. Oh. Das ist lecker. Mhm. Und das ist literally die Schafe. Mm. Oh, das ist ein komisches Zeug vorne. Oh nein! Einfach rein damit. Was ist es? Das ist die übel scharfe. Oh nein, ich kann nicht so gut Miguel scharf. Kann gar nicht scharf. Ich kann nicht so gut. Die ist übel scharf. Nicht lange im Mund behalten. Beißen, runter schlucken. Real talk. Je länger, desto schlimmer. Okay. Auch, die ist eigentlich echt lecker. Also. Huh, wie stehst du zur Schärfe? Ach, Salz. Ja, lecker. Also, wenn du Pause brauchst, sag Bescheid, ne? Geht nicht mehr. Versuch es runter zu schlucken, so wie es geht. Oh Gott. Da kann man das die ist richtig krass scharf. Mm. Boah. Okay, geht's? Mm-mm. Ich brauche Milch. Okay, kurze Unterbrechung. Boah. Kommt der jetzt nochmal wieder, oder? Miguel! Ist das nicht schon Körperverletzung ab einem gewissen Grad? Naja, es sind YouTube-Videos. Wer wird sich da beschweren? Meinst du, der kotzt? Das müssen wir filmen. So, sterben gleich. Boah, das war gar nicht geil jetzt, ne? Ohne Witz. Uff, okay. Frage 2. Was ist der Standardspruch in der US-Serie Friends vom Charakter Joey? Kann ich einen Tipp haben? Oh, I love Friends. Ich hab Friends noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht vor. Kein Plan. Ich hab Friends nie gesehen. Ich auch nicht. Ich hab, also doch, ich hab die ersten paar Folgen mal probiert zu gucken, aber ich fand's krank langweilig. Joey, wer war Joey? Das war der, der gerade aufgehört hat mit YouTube. Aua. Aua. Keine Ahnung. Also ich meine, wir müssen ja irgendwas sagen. Wir essen einfach Pizza, ich habe keine Ahnung. Das ist eine Frage, ist das. Kann ich noch einen letzten Tipp geben, ja? Aber mehr wirklich nicht. Hau raus. Das sagt er, wenn er eine Frau anbaggern will. Wenn er eine Frau anbaggern will, was sagt er? Are you gay? Braucht ihr den Tipp? Ja, gerne. Der sagt diesen Spruch zu Frauen. Er hat mir gar nichts geholfen. Wenn der... Der sagt, are you single? Nein. Was sagt er denn? Joey! You're very cute. Sagt er, hey, Friends? Nein. Clara, möchtest du noch antworten? Nee, ich esse einfach. Okay, der Spruch war, how you doing? Hey. Schwabbelabbedengdeng ist mein Guess. Nein. Hey, baby, wanna know. Es ist DJ Ötzi, Alter. Okay, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber gut. Ja, vielleicht kein mega berühmtes Meme. Und? Ja. Mmh. Muss ich auch eigentlich? Ich hab halt beantwortet. Du hast auch falsch beantwortet. Nein, ich hab gesagt, du sagst, how are you doing? Boah, heute gibt's Fettdurchfall, sag ich dir. Pizza mit Pflaumenmus, let's fucking go, ey. Riecht nicht eklig. Ach, nicht scharf ich glaube, ich habe einfach ein Stück mit normaler Pizza bekommen. Nee, ist nicht. Irgendwas knackt. Wie ist es mit Corona hier so im Film?
Was antwortet in allen Sprachen, spricht ohne Mund und hört ohne Ohren? Telefon. Nein. Boah, ich hätte das auch gesagt. Zum Glück habe ich nicht gedrückt, wäre ich dumm. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Was antwortet in allen Sprachen, spricht ohne Mund und hört ohne Ohren? Noch einmal bitte. Das Echo? Ja, du bist die Erste, die es weiß. Ja. Das ist Zimt. Wir haben uns gar nicht die Hände gegeben und einen fairen Kampf gewünscht. Ich hab doch recht, ein Telefon macht doch alles davon. Richtig. Also ich weiß, Antwort, das suchst du persönlich jetzt vielleicht nicht, aber dass ich jetzt das deswegen leiden muss. Könntest du das buchstabieren einmal, alles? Ich hab was im Kopf, aber ich weiß nicht. Ich hab auch was im Kopf. Naja, sowas wie fucking Google Translate oder sowas. Oder so Google Echo, Echo Dot, Amazon Echo, Amazon Alexa. Ein Voice Assistant, halt so diese Art. Nein. Keine Ahnung, der Papst oder so? Weiß ich nicht. Keine Bro, der hat schon Ohren auch und Mund. Ja, ein Navigationssystem. Nein, es wäre das Echo gewesen. Ah. Wie wir beide noch keine einzige Frage richtig haben. Reißen Sie gerne ab. Auch scharf, ne? Aber lecker. Da ist verdächtig viel Käse drauf, das ist immer gefährlich. Oh mein Gott. Boah, da kommt mir dieses Würgen, ey. Das schmeckt aber okay. Okay, nächste Runde. Neues Glück. Was ist das größte Organ des Körpers? Haut. Ja. Was? Die Haut. Ja. Ich hasse dich. Die Haut. Ah, ja, fuck. Oh Mann, ich war so... Mein Schwein. Nein. Ich hab Meerrettich. Ah, was ist eigentlich Meerrettich? Es gibt so eine Pflanze, ein, oder? Ja, es gibt ein Meerrettich. Genau, der Meerrettich. Das ist so wie so eine Knolle. Ja, warte mal, das sind Himbeeren, glaube ich. Dann ist geil. Was? Scharf? Ja. Oh mein Gott! Fuck, 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 fuck. Boah, das tritt schon wieder im Mund. Ey, das ist doch eine Scheiße, ey! Achso, ja dann. Da ist auch nochmal scharf mit drauf. Was? Warum ist das Marmelade unscharf? Oh, oh, das ist ja mega unangenehm. Oh, warum denn zweimal scharf? Wer macht sowas? Hast du da noch was drauf getan? Oh. Bereit für die nächste Frage? Voll. Frage 5. Wer hat das Telefon erfunden? Oh, Scheiße. Edison. Nein. Es ist nicht Edison, aber ich wollte sag das sagen. Jetzt einfach. Nein, das ist nicht. Okay, komm, dann sag ich T.Lefon. Vollkommen falsch, weil sie ist schon Tesla auch. Ne? Ich auch hat ja alles gemacht. Er hat ein Auto gemacht, Strom. Ja, ey, die zwei haben noch 10.000 Patente angemeldet. Ist doch da nicht mal Telefon. Wer war es nochmal? Alexander Bell. Ja. Wisst ihr einen kleinen Funfact dazu? Während du isst, kann ich einen kleinen Funfact raushauen. Da. Da ist mit Hundefutter drauf. Riecht doch ein bisschen nach Frühling. Es wurde sich so gestritten, wie soll man sich melden, wenn man ans Telefon geht, weil das wusste man noch nicht, genau. Und Alexander Bell hat gesagt, er möchte gern Hallo. Und ein anderer Typ hat gesagt, man soll Ahoi sagen. Und es gab dann so eine Volksabstimmung und es war knapp, aber es wurde Hallo dann. Ich finde aber Ahoi wäre stylischer geworden, oder? Nee, es war Alexander Graham Bell. Ja. Ja. Ich mag Rotkohl ganz gern, muss ich sagen. Was ist das? Zimt. Zimt? Ah, Zimt und Schaf ist nicht so gut. Ich finde, Zimt und Pizza ist auch einfach eine wilde Mischung. Zur Weihnachtszeit, warum denn nicht? Emotional Damage. Nächste Frage. Ja, jetzt weiß ich's. Ich weiß jetzt was. Ich weiß das, dass ich das jetzt weiß. Okay. Was ist das flächenmäßig kleinste Bundesland? Fuck, es geht die Stadtstaaten. Saarland? Nein. Bremen? Ja. Kann ich einfach, ich nehme einfach an. Bremen. Ja. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Warum bist du so schlau? Ich kann nicht viel anderes. Bremen? Mhm. Ja! Ich weiß was! Kimchi-Pizza. Ja. Oh. Hä? Ernsthaft? Auch nochmal scharf? Was ist das für eine Pizza heute? Chef, was ist nochmal Hot Sauce? Oh Gott. Imagine. Ich
schmeckt gar nichts mehr. Boah, Leute, wenn wir 10.000 Likes auf das Video kriegen, machen wir mal eine Hot Edition und dann machen wir 8 verschiedene Schärfe gerade einfach nur. Oh mein Gott, Miguel wird so sterben. In welcher Stadt lebte der Detektiv Sherlock Holmes? London. Also ihr wart gleichzeitig und da Nina geantwortet hat, ist es Nina. Aber du wolltest auch London sagen. Ja. London. Bam! Oder wie man in anderen Fachkreisen sagen würde, Booyashaka. Der Atze lebt doch einfach in London, oder nicht? Ja. Schmeckt überhaupt gar nichts. Du hast die alle weggebrannt, Bro. Ja, die sind echt weggebrannt. Was? Bonusfrage. Hast du eine in Petto? Aber das ist eine Schätzfrage, aber ich kann jetzt eine Bonusfrage machen. Ein bisschen kommen. Wie viele Weihnachtsbäume werden jährlich in Deutschland verkauft? Jawohl, zählen ob die aus Plastik oder nur die echten? Oh, ist bestimmt so übel kompliziert zu rechnen. Muss man wissen, wie viele Einwohner in Deutschland. Bin ich gerade überrascht. Die klassische Familie gerade rechnen. Na, 4,7 Millionen. Das ist echt eine Hausnummer. Ich hätte ja sowas gesagt. Ahnung. Wie 1 Million. Dann hat Clara gewonnen, dann sind 30 Millionen. Oha. 5 Stunden später. Könnte aber auch Essig sein. Ah. Ich geh mal kurz ausspülen, okay? Ah. Steht Milch in der Küche. Ach, was bleibt nur noch Essig für mich übrig? Ich wollte dich ja nicht umbringen. Kotzt sie jetzt? Cam. Du machst das gar nicht. So eklig einfach. Ja, mir ist auch echt nicht gut gerade, ne? Mir ist maximal schwindelig. Ja. War da die gleiche Soße drauf wie bei Miguel? Ja. Oh, ich kann gar nicht scharf essen. Alter, Pfeffer ist schon zu scharf für mich. Komm, wir das jetzt schnell zu Ende machen, bitte, und dann gehe ich auch noch einfach eine Runde weinen. Okay, letzte. Ich würde gern sagen, alles entscheidende Frage, aber das ist hier leider sehr eindeutig. Nach welcher Zeit feiert man Petersilienhochzeit? Halbes Jahr. Nice. Ah, oh Mann, ich wusste das. Ich wusste das. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Wie lange braucht eine Petersilie zum Wachsen? Dass man so in einem Sommer sagt, hey, wir haben die Petersilienernte überstanden, so mit unserer Ehe? Nee, ich glaube nicht. Ist mir egal, das machen nur Veganer. Petersilienhochzeit. Ich verstehe die Frage nicht. 1 Monat? Nein. 3? Ich sag, es sind 10 Jahre. Nein. Ja, ich hab Angst. 7. Nein. Ein Tag? Nein. Ja, aber überleg mal, du musst ja erstmal von diesem blühenden Pflanzenscheiß, das muss ja theoretisch in dem ganzen Entstehungsprozess von Silber und so einem Scheiß, muss das hier erstmal verdorren, dann muss das weiter runter und weiter runter und weiter runter und weiter runter. Mir geht's nicht gut. Nina und ich feiern keine Petersilie noch. Ich sag 100 Jahre. Es sind 12,5 Jahre. Hä? 12,5 Jahre? Gibt's eine Erklärung, warum? Und dann nimmt man Petersilie als Repräsentant dafür, oder was? Stell dir mal vor, du bist allergisch. Stell dir mal vor, du bist Juwelier. Hallo, was verkaufen Sie? Gold, Silber und Petersilie, oder was? Rotkohl, Freunde, komm. Stark. Geil. Ja, kannst du ruhig aufessen, wenn du möchtest. Nee, mach du ruhig. So. Ich glaub, ja, das ist mein. Ja, das nimm mal. Hier, ich reiß dir noch was ab, hier. Ich hasse Merit so sehr. Ich finde Merit so hart widerlich. Das ist doch, das ist doch kein Zustand. Das war's, ne? Das war's, ihr habt's geschafft. Wie fandet ihr's? Stark. Ich fand's wirklich scheiße. Wie geht's euch? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Aber Merit ist trotzdem widerlich. Und das sage ich, wie es ist. Und da könnt ihr auch jetzt in den Kommentaren machen, was ihr wollt. Ist trotzdem widerlich. Bis zum nächsten Mal. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.